Herzlich willkommen auf der EICMA 2023 im flüsterleisen Honda Auditorium, wo wir gerade die CBR 600 Doppel-R besprochen haben, die nach Jahren zurückkehrt. Hier sitze ich jetzt auf einem bekannten aktuellen Motorrad, der Fireblade, die auch überraschend umfangreich abgedatet wurde. Wir halten zwar immer noch bei 217 PS, aber der Motor wurde relativ tiefgreifend bearbeitet. Die Leistungskurve soll einfach jetzt noch viel schöner sein. Was sich hier ergonomisch getan hat, der Lenker, die Lenkerenden, das wurde etwas tiefer und kam näher zum Fahrer und die Fußrasten wurden höher. Also ich kann mich nicht erinnern, dass es einen Mangel an Schräglagenfreiheit gegeben hätte, aber das wurde eben auch geändert. Ja, ich sitze natürlich sehr, sehr sportlich hier drauf. Das übrigens die SP-Variante, also das normale Modell, sozusagen die RRR ist hier nicht da, auch in Tricolor. Man sieht auch die Ähnlichkeit jetzt zur 600er CBR und da ganz hinten auch noch zur CBR 500R. Im Motor eben zum Beispiel die Pleuel, Ventilsteuerung, Kurbelwelle überarbeitet. Wir haben jetzt beim Throttle by Wire auch einen zweiten Stellmotor, der für ein besseres Ansprechverhalten sorgen soll. Neu ist ein ABS-Modus Race, das heißt noch ein feinerer, noch ein sportlicherer Modus beim ABS. Der Rahmen wurde leichter, also auch hier bearbeitet, 1,1 Kilo. Trotzdem verlieh man ihm etwas mehr Flex. Das habe ich schon bei anderen Herstellern übrigens gelesen. Das ist interessant. Vielleicht wurde alles irgendwie zu steif und zu fest und jetzt muss man es wieder ein bisschen lockern, was sich dann wieder positiv auf die Fahrdynamik und aufs Handling auswirkt. Auch an der Verkleidung wurde etwas geändert, an den Seiten. Wir haben ja hier bei den Supersportlern mittlerweile eigentlich ja, fast überall, glaube ich, Winglets drauf. Und da war das Ziel, dass das Einlenkverhalten besser wird bei gleichem Abtrieb. Ja? Also dass sich das nicht sozusagen in die Quere kommt, dass hier vorn dann einfach mehr Gewicht wirkt auf die Front, sondern dass das auch noch besser und schneller einlenkt. Und ja, da wurden halt hier dann natürlich im Windkanal wieder entsprechende Anpassungen getroffen. Auch hier gibt es natürlich nicht nur die Tricolor, sondern unter anderem ganz neu von der SP eine Carbon-Variante. Die hätte ich jetzt gern gesehen. Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen Sichtcarbon und so. Übrigens, was ich auch vergessen habe, im Tank haben wir jetzt 16,5 Liter Platz. Ist für den Hobbyfahrer wahrscheinlich auf der Rennstrecke nicht ganz so relevant, aber auch hier eine Änderung. Und ja, eins. Vielleicht der schnellste Supersportler, zumindest unser Martin Bauer aus Österreich hat damit einen neuen Rekord aufgestellt auf einer Rennstrecke. Ich werde das nicht mehr schaffen, aber ich hoffe, dass ich sie bald fahren werde und ich hoffe, ihr seid dabei. Deshalb Kanal abonnieren, Heft abonnieren, da findet ihr auch alle Neuheiten des kommenden Jahres natürlich versammelt, plus Bekleidung, plus Zubehör. Das Heft könnt ihr auch online lesen, ihr könnt es, wenn ihr es versäumt, auch nachbestellen und ihr könnt auch einzelne Artikel herauspicken und lesen. Und damit ab zum nächsten Bike.